Hallo, ich bin die Franzi Stiegelmeier und heute stelle ich euch mein Team vor. Mein Papa ist mein Trainer, auch mental. Er kennt mich in- und auswendig, er weiß genau, wenn ich es zu leicht nehme, dann macht er mir ein bisschen Druck und wenn ich über ehrgeizig bin, dann holt er mich runter und ja, er muss nicht mehr viel sagen, wir verstehen uns auch so. Ich denke, das ist ganz viel wert. Meine Mama ist die gute Seele. Sie hilft immer auch am Turnier im Stall. Putzen, Stiefel, Pferd, alles was so anfällt. Wenn mal schlechte Laune ist, dann ist sie eben auch immer da und ja, das ist ganz wichtig. Meine Brüder, Felix ist der Hufschmied. Und Martin ist der Tierarzt. Beide helfen, wo sie nur können. Sei es bei den jungen Pferden, wenn sie frech sind. Oder beim Hochfegen, wenn gerade zu wenig Leute da sind. Die sind immer zur Stelle. Monika Theodorescu habe ich ganz viel zu verdanken. Wie sie ganz frisch Bundestrainerin geworden ist, hat mein Papa angerufen und gefragt, ist es denn möglich, dass wir mal vorbeikommen? Und dann hat sie sofort ja gesagt. Und seither versuchen wir regelmäßig miteinander zu trainieren. Ein Jahr war ich ganz oben, das hat natürlich extrem viel gebracht, mal so intensiv einfach zu arbeiten. Sie hat mir viel Geduld beigebracht, viel Ruhe mit den Pferden Zeit geben. Sie müssen nicht 8-jährig Grand Prix laufen und 7-jährig S gewinnen. Es reicht, wenn sie das später können und dann hat man auch länger was davon. Ich denke, ich habe aber auch sehr viel Selbstbewusstsein dadurch bekommen, weil es natürlich ein großes Lob ist, wenn die Bundestrainerin fragt, ob man nicht vielleicht bei ihr Bereiterin sein möchte. Das war schon auch wichtig, dass ich wirklich mal von außen das Feedback bekommen habe, okay, du hast Talent und es wird schon. Ja, der Armin, mein Freund, der hat zwar mit dem Reitsport an sich nichts zu tun, aber es ist vielleicht auch gut, wenn man mit jemandem drüber sprechen kann, der vielleicht mal nicht so viel Ahnung davon hat und gerade wenn es mal nicht so gut gelaufen ist, wenn ich dann mit Papa darüber diskutiere, wie und was und warum, dann rennt man sich manchmal so fest. Und wenn man dann einfach vielleicht seine Meinung erzählt und der Gegenpart einfach ruhig bleibt und ja sagt, ja, kommt man auch wieder schneller runter und kann sich dann vielleicht wieder mit denen unterhalten, die sagen, aber das hättest du anders machen müssen. Außerdem hat er jetzt mittlerweile die Freude am Stall für sich entdeckt. Er mäht Rasen, er schleppt die Halle, er macht den Hufschlag gerade, er füttert, mistet, putzt. Er kümmert sich um meine gesunde Ernährung, weil ich war früher immer eher so der Pizza in den Ofen fertig Typ. Natürlich hat jeder das Ziel von Olympia. Man muss aber halt natürlich auch wissen, dass das sportliche Ziel nicht alles ist. Dass man auch, wenn man vielleicht mal ein schlechtes Jahr hat oder ein Pferd verletzt ist und man nicht zum Championat fahren kann oder es kann ja so viel sein, dass man eben trotzdem noch die Familie hat und Freunde hat und dass man dann trotzdem für was anderes eben auch glücklich ist.